Ey Jungs, wenn die jetzt anfängt zu weinen, ich kann das nicht, Mann. Gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Oh mein Gott. Hochzeit? Wir crashen eine Hochzeit, Jungs. Habibi, lass deine Frau entführen. Ich glaube nicht, dass es ganz normal war oder ganz halal war, wie die geheiratet hat. Hallo, wer hat hier geheiratet? Ja, wir haben geheiratet. Diese Dame und dieser Herr haben geheiratet. Sie haben geheiratet? Ja, richtig. Ah, das ist doch schön. Wer ist denn glücklich hier? Der Glückliche ist hier der Herr, der gerade ankommt. Leider müssen wir kurz ein Gespräch unter sechs Augen mit ihm. Okay. Los. Fahr! Ich bin tot, Bruder! Benötige Unterstützung an der Kirche. Er holt mich hoch. Stehen Sie auf, Kollege, stehen Sie auf. Los, los, steig. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So. Ich glaube nicht, sei dass leise. Es hier wirklich mit rechten Dingen zugeht. Ah, Baby, sei leise. Du redest, wenn wir dir das erlauben. Hast du verstanden, Krachbär? Hast du Nummer von diesem Hund, von ihrem Mann? Die kriegen wir ganz schnell raus, das kriegen wir hin. Junge Frau, wissen Sie, warum Sie in diesem Auto sitzen? Nein, ich weiß überhaupt nichts. Wir haben gerade geheiratet. Ich verstehe die ganze Problematik nicht. Wir werden dir gleich sagen, aber das war gerade sehr, sehr schlimm, was ihr da gemacht habt. Warum? Warte ab, wir gehen erstmal an einen Ort und wir rufen deinen Idiotenmann an, okay? Alles klar. Ey Jungs, wenn die jetzt anfängt zu weinen, ich kann das nicht, Mann. Geht es Ihnen noch so weit gut, Kachpa? Ja, nur ein bisschen aufgeregt gerade. Bleib ruhig, ja, dir wird nichts passieren, okay? Okay, okay. Okay, dir wird nichts passieren. Geben Sie mir Ihr Wort drauf. Das kann ich nicht machen, wenn du eine kleine dreckige Kachpa bist, dann kann ich dir nicht mein Wort geben. Ey Jungs, wenn die weint oder so, okay, wenn es OC wird, ich breche das ab, Digga, ich kann das nicht. Wenn du was brauchst, wenn du Hunger hast oder so, sag mir Bescheid, Süße, ja? Ja, mach ich, danke. Wie heißt du, Süße? Lilith. Wir gehen irgendwo hin, wo wir unsere Ruhe haben, und dann sage ich dir ganz genau, was los ist, ja? Keine Sorge, wir sind nicht solche Idioten, die hier direkt... So, Süße, dein Name ist also Lilith. Ja, richtig. Lilith, wir haben Verdacht, deswegen wir haben dich erstmal mitgenommen. Es geht eigentlich nur um deine Sicherheit. Wir haben mitbekommen, dass es eine Zwangshochzeit ist. Nein, eigentlich nicht. Hat dich nicht gezwungen? Nein, er hat mich nicht gezwungen. Darf ich fragen, bist du gläubig, Süße? Ja. Ich küsse dein Herz. Normalerweise, ich habe nichts gegen offenherzige Frauen, aber warum heiratest du so? In diesem Aufzug in einer Kirche. Vor Gott! Ja, tut mir leid. Warum? Ich hatte leider nichts anderes dabei. Ich hatte nichts anderes dabei. Es ging alles relativ schnell. Wie heißt dein Mann? Alex. Wir machen das so. Du gibst uns gleich die Nummer von Alex. Und wir rufen ihn an. Okay. Bleibst du lange hier, okay, Süße? Okay. Bruder, die Arme. Lilith, gib mir mal bitte die Nummer von Alex. Lilith! Kann ich vielleicht kurz auf Toilette gehen? Es wäre wirklich dringend. Okay, ich lass dich auf Toilette, sobald du mir die Nummer gibst von deinem Mann. Und dann lass ich dich auf Toilette. Ja. Gib her. Okay. Wenn du Standort schickst, du wirst sterben. Wenn die hierher kommen, bevor wir denen sagen, wo wir sind, dann wirst du sterben. Also mach keine Filme und danach kannst du auf Toilette scheiß kacken gehen. Ja, gar nicht. Hallo, Alex, bist du da? Alex, ich hab deine Kachpa. Ja. Was kriegen wir für sie? Eine Million. Eine Million? Warte. Sag mir erstmal, wo sie überhaupt ist. Pass auf, mir geht es hier nicht ums Geld. Weißt du, worum es mir geht? Dass du mit ihr geheiratet hast in diesem Aufzug vor Gott in einer Kirche. Wo ist Brautkleid, du Hund? Ja, das kann dir egal sein. Was kann mir egal sein? Deine Kachpas kann bei mir reden, richtig mit mir. Du bist hier gerade sehr respektlos. Ich habe deine Frau bei mir, also so rede richtig mit mir. Hast du verstanden? Ja, ich rede auch mit ihr und ich habe sie gefragt, wo sie ist, damit ich vorbeikommen kann und dass wir das klären können. So, du kommst aber alleine. Sollten wir auch nur einen einzigen Wagen oder eine einzige Person sehen? Okay, wir können sterben, kein Problem, aber dein Körper wird definitiv auch sterben. Hast du verstanden? Ich habe verstanden, ja. Kennst du dieses Rockerhaus bei Highway mit Aquarium und Billardtisch? Bar? Beeil dich bitte! Hast du deine Frau gehört? Also wo seid ihr jetzt? Seid ihr jetzt Highway West oder Highway East? East, ihr müsst East. Doch wohl wissen. East, du Hund! Warte. Ich komm vorbei. Lilith, hast du noch irgendwas zu sagen an deinen Mann? Ja, bitte beeil dich, mach bitte keinen Quatsch, hol mich hier raus. Hast du gehört, was sie gesagt hat? Ja, hab ich. Komm alleine, es passiert nichts. Okay. Also ja. Alex, Sippi, komm schnell. Ja, dann bis gleich. Ich fand das aber gerade auch sehr unchristlich, mich hier in die Ecke.
In die Ecke. Ja, in die Ecke. Okay. Mit dem Gesicht zur Wand oder zu Ihnen? Komm, wir gehen eine rauchen, komm. Digga, Alan ist ja viel dreckiger als ich. Okay, er kommt direkt, glaube ich, ohne PD. Soll ich ihn nochmal anrufen? Oh mein Gott. Er muss. Oh, stehen. Oder ja. Tschüss, Bruder, Heli. Oh Gott. Ich mach nichts. Ich hab dem gesagt, kommt noch jemand, ich muss dich töten. Ich will dich nicht töten. Oh, bitte nicht. Ich Alan. Hab doch nichts getan. Sei leise. Alan, wie sieht's aus, Habibi? Ist sauber. Wir haben nichts mit uns zu tun. Oh, okay. Ich dachte schon. Oh, mein Finger hat gezittert, Süße. Ja, ich zitter auch am ganzen Leib. Ich ruf nochmal ihren Mann an, Alan. Ich glaub, dein Mann liebt dich nicht, Süße. Lilith, ich glaub, dein Mann liebt dich nicht. Doch, das weiß ich, das tut er. Aber Süße, er geht nicht ran. Er wird kommen, ich weiß, er wird mich holen. Digga, oh mein Gott. Er wird mich holen, ich weiß das. Dann machen wir so, sag denen so, wir sind hier mit denen. Dann machst du, Habibi, ich mach das so wie du. Gegrüßet sei aber Maria, voll der Gnade. Hä? Oh, sie betet. Gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ich hab sowas zum ersten Mal in meinem Leben gehört. Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit. Oh Baby, wollen wir sie gehen lassen? Immer an, sie ist gläubig, ich kann das. Bitte für uns Sünder. Lass hier die Handschellen abmachen, es geht nicht. Lilith! Was geht ab, Freunde? Ihr wollt mit mir die Familie Abbas gründen und die Stadt unsicher machen? Kein Problem. Benutzt den Link in der Beschreibung, wählt um den deutschen Server 2 aus und registriert euch auf GrandRP. Nach der Charaktererstellung geht ihr aus dem Zimmer runter in die Lobby und redet mit der wunderschönen Dame an der Rezeption. Dort sagt ihr, dass ihr der Familie Abbas beitreten wollt und schon kann's losgehen. Guck mal, mein Schatz. Ja. Ich mag dich, deswegen, wir machen dir die Handfesseln ab, ja? Danke. Dir wird nichts passieren, ich küsse dein Herz. Ja, danke. Mach mal der süßen Maus die Handfesseln ab, die tut mir leid, Wallah, lass sie mal. Sag ihr aber, wenn sie Filme macht, sie muss noch mehr beten. Aber die hat Waffen dabei. Was hat die Kachbe? Die hat Waffen und Drogen dabei. Baby, nimm ihr alles ab und mach ihr die Handfesseln. Aber meine Waffen, ich... Willst du uns abklären, du kleine Kachbe? Nein, möchte ich nicht, ich verspreche es nicht mehr. Nein. Bitte beruhig dich, bitte. Digga. So, Achtung, ich nehme die Handschellen ab. Aber nicht meine Drogen, bitte. Habibi, okay, guck mal, Lilith, ich hab das nur gemacht, weil ich dich mag. Aber guck mal, wenn du machst Filme... Danke. Bleib einfach hier. Ich bleib hier, ja. Okay, warte hier auf Anweisungen. Warte auf Anweisungen, ja? Okay, grüß dich, heißt schon Maria. Ja. Oder sie betet immer noch. Und wie kann ich euch jetzt behilflich sein? Komm langsam mit erhobenen Händen rein, Alan, zurück. Komm rein. Geh vor. Da ist deine Frau. Dir geht's doch soweit gut, oder? Ja. Da ist noch ein Türaufgang, oder? Bruder, knall jeden ab, der reinkommt. Guck mal, weißt du, warum du hier bist mit deiner Frau? Nein. Du und deine Frau habt vor Gott geheiratet, aber guck mal, in was für einem Aufzug. Ja, sorry, aber das war... Halt Abstand, du Hund! Pass auf, Alex, ich mach das jetzt kurz mit dir. Pass auf, du hast eine wunderschöne Frau, sie ist christlich, sie ist gläubig, sie kennt Gott. Aber du, eine Frau muss geführt werden von einem vernünftigen Mann. Und du hast davon keine Ahnung. Und nur um deine Lektion zu erteilen, Habibi, deine Frau wird leben, aber du wirst sterben. Nein, bitte! Ja. Okay, Süße. Guck mal, deine Frau ist ein Löwenherz. Sie hat sich zwischen die Kugeln geworfen. Aber er hat nicht so gekämpft. Lilith, ja, sorry, aber lieber sterbe ich, bevor sie stirbt, also... Sie hat sich gerade vor eine Kugel vor dich geworfen. Lilith, ich mache das nur, damit das ihm eine Lektion ist, okay? Hamudi, er hat Verstärkung gerufen. Hallo, ich rede mit dir. Nein! Okay. Wir müssen hier weg. So, zurücklassen, Bruder? Ich kann das nicht. Bruder, sie weint. Bruder, ich kann sie nicht zurücklassen, Digga. Was bin? Da stehen bleiben. Wir haben eine Geisel. Bleiben Sie da stehen. Hamudi, wir haben ein Problem. Süße, ich küsse dein Herz. Ich hoffe, du bist mir nicht sauer. Hamudi, nicht. Ja. Das da kommt ganze welche. Gebäude ist umstellt. Das ganze... Sie wird sterben, wenn ihr stürmt. Wenn ihr stürmt, sie wird sterben. Die Sch*** ist tot. Digga, sie hat einfach zu Jesus gebetet. Geheiligt sei dein Name. Digga, die hat einfach Jesus RP gemacht.
Soll ich einfach Ellen verraten und sagen, Ellen, er hat mich gezwungen, Jungs? Oh mein Gott, danke. Wir wurden als Geiseln genommen hier. Wir warten unsere letzte Rettung. Okay, er hat gerettet. Wir waren in der Kirche, wollten da ganz zu Hause einen Dienst machen. Auf einmal waren wir Geiseln und sind hier gelandet. Und dann wurde ja alles gestürmt von diesen ganzen Leuten. Ja. Danke euch, ne? Vielen Dank. Oh mein Gott. Das war das Krasseste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Aber jetzt ist das Problem. Ja? Wir haben aus dem Maul bekommen, Bruder. Interessiert mich nicht. Wir haben sie zum Beten gebracht. Wir haben zu Gott gefunden.